So, meine Freunde, da bin ich wieder. In der letzten Folge habe ich ja hier dran gesessen und jetzt habe ich es rausgefunden, aber durch einen dämlichen Fehler. Man muss das Ding einfach anschießen. Ja. Dann wollte ich irgendwie hier rumklettern dann, und dann kam das Ding hier auf einmal runter. Da habe ich gesehen, das zieht mich mit hoch. Und dann ist so aufgefallen, ah, okay, ich verstehe die Message. Aber jetzt würde ich gerne um die Ecke hier gehen, aber es geht gerade nicht. So, jetzt geht's. Warum auch immer, drück genau dasselbe. Ah, nice. Zack. Jawohl. Meine Freunde, genau so. Genau so muss das sein. Hep. Ah, endlich. Das hat aber ganz schön gedauert jetzt. Pep. Mann, diese Rätsel bei Darksiders. Wo ist sein Pferd? Warum reitet er nicht einfach auf dem Pferd? Er ist doch einer der vier Reiter. Der Apokalypse. So. Und nun? Ach du Kacke. Ah. Kann nicht schießen. Okay, was haben wir denn hier? Okay, gehen wir erstmal dorthin. Und nun? Oh. Ob ich da einfach so lang sprinten kann, weil ich kann nicht schießen, ich kann auch nicht. Okay, schlagen könnte ich. Nee, Rennen bringt nichts. Da stehen wir schon wieder vor dem nächsten Problem. Nein, ups. Das wollte ich nicht. Oh. Oh, wie schnell ist das Viech wieder da? Nein! Oh nein! So, und jetzt einfach... Warum kann ich da nicht einfach an die Seite springen? Okay, wir verlieren gerade mega viel Leben. Das kotzt mich schon wieder an. Aber hier kann man nichts machen. Hier war nur die Truhe, oder? Da scheint irgendwo noch eine Plattform zu sein. Oder auch nicht. Sah auf der Karte so aus. Hmm.
Was ich machen könnte. Nein! Warum ist er nicht gesprungen? Oh, verdammte Axt, ey. Mann. Oh, das ist schon wieder, das pisst mich so richtig an. Meine Güte. Jawohl, das hat geklappt. Ob es so sein muss, weiß ich nicht, aber wir haben es geschafft. Ah. Oh. So, runterfallen. Endlich. Meine Güte. Ach, guck mal an. Oh. Nice, 4 Teile. Das kommt genau richtig. Ach, guck mal, den Wolgrim. Ah. Hui. War ja kurz davor, wieder wütend mit zu werden. Danke. Sei gegrüßt. Ja, du auch. Habt ihr noch Ahnung, wo wir vielleicht, wenn ich jetzt mal hier in den Anfangsgebieten wieder zurückkehre? Die Kreuzung. Würgeacker. Ob hier noch irgendwie... Ich gehe einfach mal hin. Das machen wir mal in dieser Folge. Ich gucke einfach mal, ob wir hier irgendwie ein paar Kristalle oder sowas haben. Die wir noch zerschmettern können und vielleicht irgendwie was finden. Weil ich würde gern ein paar Seelen haben. Oder Teile für Krieg, um ihn ein bisschen stärker zu machen. Am liebsten eigentlich irgendwie ganz viele Seelenkisten oder irgendwie sowas. Damit man den Zorn aufbessern kann. Ich bin beinahe runtergefallen. Du hast der Quälerin gezeigt. Genau, hier war doch was. Direkt nach, guck mal an. Da haben wir doch direkt was gefunden. Aber ich meine, davor war auch noch irgendwie so ein Kristallding. Erstmal eine Lebenskiste. Nice. Oh, schön. 500 Seelen waren das. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Was ist das? Okay. Ja, bin ich zufrieden. Dann können wir schon wieder zurückgehen. Ja, ich wollte mal austesten. Ich wusste, irgendwo hatten wir noch irgendwo so einen Kristallturm. Das musste mal ausgetestet werden. So ein Kristall. Kein Turm, aber so ein Kristallding. Die eingestürzte Treppe. Der Würgeacker, war da was? Ah. Egal, wir gehen jetzt erstmal wieder zur Main-Position.
mit dem 500 Seelen plus bin ich schon zufrieden, weil das jetzt einfach mega schnell ging. Und dann nehmen wir das als Bonus, als schnellen Bonus. Anstatt wenn wir jetzt wieder Zeit verschwenden und suchen. So denke ich mir jetzt einfach mal. Denke ich mir das. Mir fehlen heute irgendwie die Wörter. Warum muss ich hier so viel springen? Ah. So, tralalala, da sind wir wieder. Haha. Du hast der Quälerin gezeigt, was Das Ascheland. Asche, Asche, Asche. Oh. Oh, gruselig. Gut, wahrscheinlich irgendwas mit dem Bumerang hier. Samael hat, was die Würmer betrifft, nicht untertrieben. Und der Stygian soll der große Böse sein. Der große Böse, der ist doch schon groß. Ist der das? Da ist eine Truhe. Frage ist, kommt der Wurm da rein? Das, die Frage ist, wie komme ich da wieder heil zurück? Das ist viel wichtiger. Ah. Also gucken wir später mal. Da ist noch eine Truhe, nice. Hep. Ich vermisse echt so einen Doppelcharge, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Woher kommen die denn, die Banausen? Ah! Ich wollte ihn doch B'en. Also nicht A schreien, sondern ihn mit einer B-Attacke fertig machen. Noch einer. Woher kommen die? Okay, die geben mir aber jetzt... Warum geben die Monster mir so wenig Seelen? Das ist voll traurig. Ehrlich mal. Wow! Was machen die da? Komm, da kann man auch hinter. Da ist doch was. Sehe ich doch auf der Karte. Komm schon, Krieg. Ah. Mann, Mann, Mann. Kein Verlass auf den dicken, breiten Mann. Ich glaube, wir stehen wieder vor einem Rätsel. Hey, sieht hier ein bisschen WoW-mäßig aus, ne? Sind wir hier bei den Orks angekommen? Oh, schreck mich doch nicht so. Oh. Ach
Guck mal. Irgendwas piept hier. Ich glaube, das ist wieder mein Nachbar. Ich glaube, hier geht's noch nicht weiter. Da. Ja, was ist das? So, ich hoffe, ich verkacke das hier. Ah! Okay, so schwer war es dann doch nicht. Erstmal. Halt. Moment. Hä? Ach ja, ich kann. Stimmt ja. Ich kann das ja mit dem Schuriken anschießen. Stimmt ja, ganz vergessen. Oh oh. Wie? Müssen wir da hinten hin? Überall diese Würmer. Wie nervig. Ach, guck mal, eine Armee. Wow. Nicht runterfallen. Oh, oh, oh mein Gott. Hey. Ach, guck mal, da kommen sie angesprungen. Ha! Einfach runtergekickt. Ein bisschen Baseball mit den Spielen. Komm da unendlich, das wäre nice. Kommt noch mehr? Nee. Okay. Was passiert, wenn ich weiter geradeaus gehe? Ist da was? Eine Brücke. Wow, okay. So, okay, dann gehen wir mal quasi die kleine Basis. Diese Würmer sind schon gruselig. Ein bisschen. Oh. Hoppala. Thank you.
So. Ich denke mal, da wird mir da die Brücke dann aufbauen, oder? Oder wird das Ding sich einfach langsamer drehen, damit ich da hoch kann? Damit ich da hoch kann. Wir testen es. Aha. Ich denke mal, das ist richtig, oder? 1, 2, App. Ja. Guck mal, das ist eine richtige Ork-Basis hier. Tschüss. Ha. Das ist geil, die Attacke. Weil die fliegen einfach raus und sind dann instant tot. Oh, der ging aber daneben. Okay, im Flug. Oh Mann, jetzt wird's kompliziert, ey. Glaube ich. Okay. Wow, woher kommt er denn? Wie gemein. Ich habe die Seelen gar nicht dafür bekommen. Oh, da wollen sich welche messen. Da kommen ja noch mehr. Boah. Sind aber kommen ja einige. Aber soll mir recht sein, wir brauchen eh Seelen. Okay, nice. Nice, So, wie gehen wir jetzt hier mit um? Wo ist denn jetzt dieses Zeitding hin? Warum kann er da... Achso, das ist der, der mir keine Seelen gegeben hat. Der sitzt da fest. Ja, warte mal, dem helfe ich doch. So, bitteschön. Ja gut. Muss ich jetzt erst irgendwie darüber? Da ist. Aber müssen wir doch irgendwas mit der Bombe machen, oder? Wartet mal. Jetzt gehen wir erstmal nochmal rüber.
Okay, ich bin echt gerade überfragt. Aber wir sind auch schon wieder bei 26 Minuten. Ich melde mich jetzt gleich sofort wieder. Also kurze Unterbrechung. Bis zur nächsten Folge. Bis gleich.